Wir haben ja schon gehört, auch ein bisschen von der anderen Lage, es kann ja schon beim Wiegen zu Schäberei kommen. Ich meine, der haut dich schon gleich bei der Waage rum, dann muss er nicht in den Trick steigen. Dass er sagt, dass er mir auf der Waage eine reinlegen will, das nehme ich einfach gar nicht ernst. Der soll mir im Ring zeigen, was er kann, ansonsten soll er seinen Mund halten. Für seine Gegner ist er zu schnell, zu stark, zu spektakulär. K.O. nach 3 Sekunden. Die K.O.-Maschine. Kickbox-Weltmeister Michael Smolik. Er macht kurzen Prozess. Sie macht alle lang. Weltmeisterin Marie Lang will ihren 29. Sieg in Folge. Die Doppelweltmeisterschaft im Kickboxen. Smolik gegen Dabinovci. Und Lang gegen Clemens. Am 1. Juli um 0.25 Uhr. In Sat.1. Run. Never stop. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Es ist gar nicht meine Zeit, aber ich muss heute so früh aufstehen, da es heute zum Pressetraining geht. Pressetraining, wie der Name schon sagt, die Presse ist da und wir werden ein bisschen Pratze machen und trainieren und Fragen beantworten und immer eine schöne Sache. Und deswegen nehme ich euch da mal mit, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier natürlich Buch am Start, hier mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Holt euch auf Amazon, Kämpfer mit Herz, sehr, sehr geiles Buch. Zurück zum Thema, das wird das letzte Video vor meinem Fight sein, weil ich kämpfe ja am 1.7. Aber wenn ihr wollt, dass ein Vlog am Kampftag rausgehauen wird, also wie das Ganze abläuft, wie ich kämpfe, Background, Backstage, die anderen Leute. Wenn ihr Bock darauf habt, dann einfach kommentieren mit Hashtag Team Smolik Vlog. Dann wissen wir Bescheid und dann hauen wir das für euch raus. Ich gehe mich jetzt erstmal fertig machen und dann geht's ab nach München. Steko Sportcenter, mal sehen, wer so alles da ist von den Pro-Fightern und ich geh mal rein. Hallo! Pietro am Start. Boah, wie sieht's denn aus? Blaues Auge? Ja, geil. Dardan, der Flamur. Was geht, Jungs? Hi. Was haben Sie heute zu sagen? Paparazzi. Was? Was? Du brauchst so ein Presto, Mann. Guck sie an. Du sollst sie dir angucken. Okay. Jungs, ich habe jetzt mal eine Frage. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man Gewicht machen muss? Was gibt's schön oder so? Bist du sehr aggro oder? Ja. So zwei, drei. Ich muss immer Schokolade essen. Zwei, drei Ohrmeister sind schon drin, dass ich das kompensiere. We'll be right back.
Vorbereitung lief sehr gut. Ich bin ja eigentlich immer im Training. Ich bereite mich auf jeden Kampf vor, als wäre es mein letzter. Und es ist natürlich auch ein bisschen hart gewesen, weil ich nebenbei noch für Sat.1 gedreht habe. Teilweise 10, 12 Stunden und dann halt noch zweimal am Tag trainieren. Habe auch versucht, sehr oft hierher zu kommen nach München. Und mit dem Flamme habe ich sehr, sehr viel an meinen boxerischen Fähigkeiten gearbeitet. Natürlich auch mit dir und dann. Und ich fühle mich fitter denn je zuvor. Man weiß ja, dass er ein bisschen eigentlich schon so mit deinen Genen zu Rangeleien vorher kam. Also, was sagt dein Führer zu deinem Kampf? Er hat dich ja offiziell herausgefordert. Und was sagst du, wie wird es denn verlaufen? Ja, also grundsätzlich kann mich jeder herausfordern, der will. Ich kämpfe gegen jeden. Und wenn sie davor meinen, eine große Klappe zu haben, können sie das haben. Ich habe schon viele Mäuler gestopft. Viele meinen, dass ich noch nie so einen harten Gegner hatte wie ich. Trotzdem liegen sie dann in der ersten, zweiten Runde. Ich respektiere jeden Gegner. Ich nehme jeden Gegner auch sehr, sehr ernst. Deswegen auch meine Vorbereitung. Und er soll kommen und zeigen, was er kann. Wir haben ja schon gehört, auch ein bisschen von den anderen Lagern, es kann ja schon beim Wiegen zu Schäberei kommen. Ich meine, der haut dich schon weit bei der Waage und dann muss er nicht in den Ring steigen. Ja, also. So Sachen wie, was er davor raushaut und dass er schon Aggression davor auf mich hat, das zeigt mir eigentlich, dass er eher Angst vor mir hat und Schwäche zeigt, weil er einfach nervös ist und Angst vor mir hat und Angst vor der Situation hat und mit mir nicht klarkommt und deswegen im Vorfeld schon versucht, irgendwie das mit Psychospielchen oder eben, dass er sagt, dass er mir auf der Waage eine reinhauen will, das nehme ich einfach gar nicht ernst. Der soll mir im Ring zeigen, was er kann und ansonsten soll er seinen Mund halten. So, Pressetraining ist vorbei. Marie und Flamo hier an meiner Seite. Das erste Mal Pressetraining für den Flamo gewesen. Ja. Flamo, wie war es für dich eigentlich? Ich habe es mir anders erwartet. Ja. Mehr los, mehr Medien, mehr Groupies, nein. Mehr Fragen, Höschen. Fliegende Unterwäsche. Nee. Der Flamo, mit dem habe ich sehr, sehr viel geboxt. Ihr kennt ihn aus dem Video von mir. Er kämpft um die Junioren-Weltmeisterschaft WBC. Ich bin gespannt, 10-Runden-Kampf. Wie fühlst du dich? Alles gut? Topfit. Ja. Ich bin mega fit. Ich bin aber gemerkt und Spaß. Ich freue mich auf den Kampf auf jeden Fall. Sehr gut. Marie kämpft ja mit mir zusammen in Sat.1. Und zwar ab 0.25 Uhr kämpfe ich. Und dann geht anschließend Marie in den Ring und wird fighten. Marie, wie fühlst du dich? Kämpfst auch 10 Runden, nach 2 Minuten? Genau. Ja, fit. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt alle bereit, dass es endlich losgeht. Und ja. Genau. Also ist tatsächlich so, die Vorbereitung ist lang und ganz am Ende sagt jeder, kein Bock mehr, wir wollen kämpfen. Jetzt ist so die letzte Woche und wir sind alle heiß und wir sind alle fit und wir haben Bock zu fighten. Zieht euch rein, 1. Juli, 0.25 Uhr, also die Nacht vom 1. auf den 2. Juli, ist auch ganz wichtig, das haben mich auch viele gefragt. Vom 1. auf den 2. Juli, 0.25 Uhr in Sat.1 oder eben live in der Zenithalle. Wir freuen uns, das war Flamo und Marie, bis dann. So Leute, Pressetraining ist vorbei, wir sind alle topfit und alles hier heiß in dem Auto. Gefühlte 50 Grad, was wollte ich gerade sagen? Ja genau, schaltet ein, 1.7. wird ein Mega-Event live um 0.25 Uhr. Es ist extrem wichtig, dass ihr einschaltet. Ich brauche wirklich die Einschaltquoten und ich freue mich auf eure Unterstützung. Dann wird Kickboxen noch größer im deutschen Fernsehen. Das war euer Michael Smolik, wir sehen uns spätestens am 1.7. in Sat.1. Haut rein! Einschalten!